Guten Abend, Channel 7 News. Ein Unfall hat sich hier nahe des Steinprozessors ereignet. Der Medic ist schon da. Hier, das sind die Live-Bilder vom Unfallort. Wie gesagt, der Medic schon da. Wir wissen nicht, ob es Überlebende gibt. Ein zweites Fahrzeug ist auch zugegen. Ein abgestürzter Helikopter, so wie es aussieht. Wir werden gleich, wenn wir uns das genauer ansehen können, uns ein Bild davon machen können. Wir sehen mehrere Personen und eine Sportlimousine, so wie es scheint. Steigen aus und schauen uns das Ganze mal an. Hier gibt es nichts zu sehen. Indirekte gibt es nichts zu sehen. Hier ist nichts zu sehen. Augenscheinlich gibt es nichts zu sehen, liebe Zuschauer. Guten Abend. Der Unfall, der sich hier am Steinprozessor ereignet hat, bekommt ein neues Gewicht. Der sogenannte Shit-Clan in Dreierbesetzung hier hat den Unfallort bereits aufgesucht. Dr. Bruchbein vom Sanitätsdienst. Wie schaut es denn aus um die zwei Insassen? Naja, der eine sieht scheiße aus, der hier sieht auch total scheiße aus und der hier, naja, was soll man weiter sagen, scheiße, ne? Demnach haben alle Insassen überlebt, Herr Bruchbein. Ja, selbstverständlich haben die alle überlebt. Dadurch, dass sie ja natürlich vorbildmäßig ihr Licht anhatten, sowohl an Auto wie auch an Helikopter, der da hinten übrigens ausgebrannt noch steht, haben natürlich alle überlebt. Sie sehen, die Medic hier auf Altis, immer zugegen, immer schnell vor Ort. Wer war denn der Pilot des Helikopters? Das war, der Herr Stein war das. Hier, der Herr Stein war der Pilot. Der Herr Stein. An den Helikopterpiloten, waren Sie sich der Gefahr bewusst und haben Sie vorsätzlich gehandelt oder war es ein Unfall? Ich glaube, der Herr Stein, der möchte sich dazu, glaube ich, nicht äußern. Meine Zuschauer, Sie sehen keine Reaktion, es will kein Statement abgegeben werden. Wahrscheinlich, so lautet unsere erste Devise, war ein vorsätzliches Handeln. Ja. Deswegen, liebe Zuschauer, immer aufpassen, wenn der Shitplan Ihnen begegnet. Vielleicht könnten Sie auch Opfer eines Heli-Attentates sein. Mein Name ist Anderson Cooper, Channel 7 News. Über sowas berichten Sie hier, aber die Insider-Infos, die Ihnen mein Kollege letztens zugespielt hat, über den Herrn Office... Das ist an Arbeit, vertrauen Sie mir. Aber das ist eine Arbeit, ich hoffe doch, das ist skandalös. Das ist wirklich skandalös. Vielen Dank, Pflaster. Das Gras hört mit, Herr Fuba, das Gras hört immer mit. Was? Nein. Wir stehen hier im Kreise und singen ein Lied. So, meine Damen und Herren, vielen Dank. Wir singen alle jetzt zusammen. Lalalalalala. Lalalalalala. Wir stehen hier immer im Kreise und singen ein Lied. Das tut so weh. So, dann vielen Dank, die Herren. Den Bericht sehen Sie die nächsten Tage auf YouTube.